12 Jahre alt. Ich komme aus Blessen. Das ist in der Nähe von Köln. Ich wohne auf einem Pferdehof mit meiner Mama, meinem Papa und meinem Bruder. Das ist der Levado. Das ist mein Pferd. Also ich habe den von meinem Papa vor 6 Jahren so ungefähr geschenkt bekommen. Der ist für mich wie ein Bruder. Also ich mag den sehr, sehr gerne und der ist sehr cool. Jetzt steht der Levado ganz ruhig auf der Wiese, aber vor ein paar Wochen habe ich mir noch ganz große Sorgen um den gemacht, weil der bis zum Bauch im Wasser stand und gerettet werden musste. Dann gab es hier ein ganz schlimmes Unwetter, weil es ganz viel geregnet hat und dann hat es hier in Blessum Eis überschwemmt. Die Flut hier in Blessum war so schlimm, dass die Leute hier alle weg mussten aus Blessum und die, die es nicht geschafft hatten, mussten von der Polizei und der Feuerwehr gerettet werden. Eine einzige Flutkatastrophe. Also, es war unvorstellbar. Blessum ist eigentlich ein ganz ruhiger Ort. Es war nie irgendwie Hochwasser oder ein Brand und einfach ein schönes Dorf zum Spazieren gehen oder an der Erft mal lang gehen. Also Blessum war eigentlich ein sehr schönes Dorf. Vor der Flut gab es hier 3 Reitställe in Blessum und der einzige, der übrig geblieben ist, gehört meinen Eltern. Wir haben 3 Pferde im Stall und zu meiner Familie gehören mein Bruder Hervé, mein Papa Raimund, meine Mama Michaela und Emma. Emma, das ist mein Hund, oder eher gesagt von meiner Mama und mir. Und den habe ich ausgesucht und Emma ist auch so ein Familienmitglied und ich mag sie einfach. In den Boxen von den Pferden haben wir so Gummimatten. Das ist besser für die Gelenke und die sind natürlich voller Matsch und die sind voll mit Wasser und so. Und die mache ich gerade ganz halt sauber mit dem Dampfstrahler. Jetzt kurz nach dem Hochwasser ist halt Aufräumen angesagt. Und ich finde, dass ich Verantwortung übernommen habe, weil ich könnte jetzt sagen, ich will nicht helfen oder ich will was anderes machen. Also ich helfe ja auch seit mehreren Wochen helfe ich ja auch hier mit Freunden und Familie, um das hier alles mal aufzuräumen und dass es weitergehen kann. Meine Ferien habe ich mir so vorgestellt, dass ich mit meinen Jungs ins Freibad gehe oder mit meinen Jungs halt was anderes mache. Und jetzt muss ich halt aufräumen und jetzt ist alles nicht mehr so wie früher. So habe ich mir das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Hier vorne ist ein Auto und schwimmt. Als das Hochwasser losging, da war ich gucken und habe das gefilmt. Hast du denn auch in der Küche Wasser früher? Dann waren wir halt so in der Mitte von Blessum und da stand das jetzt halt auch schon mir so hüfthoch. Ja, die strömt immer weiter. Und guckt euch das hier mal an. Und dann dachte ich auch schon so, ob das zu uns kommt, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber man sieht ja, wie es kam, ne? Und das kam echt in so schneller Zeit. Das ist so krank. Mein Bruder Hervé, der hat gerade Abitur gemacht, aber der hilft immer noch sehr viel auf dem Hof. Zum Beispiel, wenn meine Eltern nicht da sind, dann hat mein Bruder ja die Verantwortung so auf mich, weil er ist halt so mein großer Bruder. Und dann hilft er mir auch zum Beispiel beim Pferdefüttern
oder auch beim Pferd rausbringen. Und der hilft mir auch ganz oft bei der Schule. Am Tag, wo das Hochwasser war, da war mein Bruder im Urlaub mit seiner Freundin in Amsterdam. Und der hat sich auch ganz große Sorgen um uns gemacht. Wenn du siehst, das Wasser rückt und rückt immer näher an deine Haustür. Also es kam so schnell und ich habe auch irgendwann echt Panik bekommen, weil das Wasser so hoch stand. Wir hatten 75 Pferde zu retten auf dem Hof. Wir haben so einen ganz großen LKW, da passen 7 Pferde rein. Das war natürlich eine ganz große Hilfe. Und es waren auch Leute da, ganz viele, mit Auto und Hänger. Und die wir gar nicht kannten, die wir zum ersten Mal gesehen haben und haben uns da geholfen, die Pferde wegzubringen. Und also das war echt unglaublich. Leute, die man noch nie gesehen hat, die haben so geholfen. Ich habe jetzt gesehen, dass meine Eltern richtige Retter sind und dass sie auch mich und mein Pferd gerettet haben. Ja, also am Anfang war ich in der Wohnung mit Emma und habe dann die ganze Zeit immer hektisch von unserem Wohnzimmer auf die Reithalle geguckt. Und da habe ich mir immer so einen Schlitz von einem Brett gemerkt. Und da habe ich gesehen, wie das immer höher und höher stieg. Innerhalb einer Minute stieg das so viel höher. Und da wusste ich auch, dass das hier kein Spaß ist und dass es echt gefährlich sein kann. Der Wasserstand war so ungefähr so hier oder hier war der Wasserstand. Weil ich war dann ja drinnen und Mama und Papa haben mir dann vom Fenster gesagt, du musst runterkommen, weil wir sonst gar nicht mehr die Tür aufbekommen hätten. Dann war ich unten, hab so an der Tür so gezogen und ich wusste, sie geht nicht auf. Dann habe ich gesagt, ja Papa, die Tür geht nicht mehr auf. Und dann habe ich halt so dagegen, so feste wie es geht, gedrückt und Mama und Papa haben gezogen draußen und dann dachte ich, ich werde jetzt so mitgerissen, weil da die Strömung, die war so stark, dass ich dachte, dass ich jetzt so nach hinten und dass ich halt so umkiffe. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, wie schlimm Wasser sein kann und ich war sehr froh, dass uns nichts passiert ist. Ja, also die Emma, die war 24 Stunden allein zu Hause, weil am Ende, wo das Wasser halt noch höher war, da konnten wir halt nicht mehr zurück und die Tür wäre dann auch eh nicht mehr aufgegangen. Und dann haben wir die halt zurückgelassen. Den Tag danach sind meine Eltern Emma retten gegangen und ich habe mir dann natürlich auch echt Sorgen gemacht um die, weil da ja noch immer noch Wasser stand. Und als meine Eltern dann zurückkamen, ich war so glücklich, dass denen nichts passiert ist und dass sie jetzt auch Emma haben und ich nochmal Emma sehe. Also ich war so glücklich, die alle wiederzusehen. Das riecht ja aber mal nicht so gut, ne? Nee, der ist schon voll. Okay, wir uns einmal draußen aus. Mach ich. Ja, bei so einer Flutkatastrophe, so wie in Blessen, da ist alles auf einmal zerstört. Bei uns, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Zum Beispiel die Mitarbeiterwohnung ist kaputt, von meinem Vater das Büro ist kaputt. Und das muss jetzt alles auch wieder neu gemacht werden. Die Schnellstraße, die man jetzt hier sieht, das war ein reißender Fluss. Und ich finde es schon krass. Ich habe es live miterlebt und wie da die Leute aus dem LKW saßen, weil das so ein reißender Fluss war und sie mit den Seilen von der Feuerwehr und der Polizei gerettet werden mussten. Das sieht aber wieder schön aus.
aufgeräumt, aber immer noch komisch, wenn man weiß, wie es vorher war. Ja, und da sieht man das Schild da, das gelbe. Und da konnte ich gerade noch so Lippler lesen. Okay. Ich bin ja auch hier drüber gefahren mit Mama und Papa. Und dann hat man hier die schwimmenden LKWs gesehen. Also es war sehr, sehr schrecklich, das zu sehen. Ja, also Blessum, dann war das ja ein Katastrophengebiet und dann durften wir nicht mehr halt ins Haus rein. Und dann waren wir auch ganz lange im Hotel und wir waren die Letzten, die in unser Haus rein durften. Also mein Papa, der gibt 3 Stunden und der ist professioneller Springreiter. Ich gucke dem auch immer gerne zu, auch wenn der zu Hause auf dem Springplatz reitet oder auch nur in der Halle, weil der auch gut reitet und ich mag das einfach, ihm zuzuschauen. Also ich finde toll an meinem Vater, dass wenn der halt, sag ich jetzt mal so, auf die Schnauze fliegt, der steht immer auf, egal ob es beim Betrieb ist, ob es beim Reiten ist und beim Unwetter. Also er hat auch immer gesagt, hab keine Panik und so und hat mich halt immer auch motiviert bei allen Sachen und so. Also so sehe ich meinen Vater. Wenn der jetzt sagt, das schaffen wir, dann weiß ich, dass wir das schaffen, weil ich kann meinem Vater voll vertrauen. Also das ist echt schön, so einen Papa zu haben. Heute will ich das erste Mal nach dem großen Unwetter durch Blessum gehen und ich will mal gucken, wie schlimm es hier aussieht. Ich kenne die Erft als so kleiner, ruhiger Fluss so. Und wenn ich mit meinen Jungs jetzt keine Lust hatte, ins Freibad zu gehen, war ich auch manchmal mit denen halt in der Erft. Und die hat sich auf jeden Fall verändert. Die ist mehr in die Breite gegangen. Also die ist mindestens 2,30 Meter so, ist sie breiter geworden. Wasser war für mich, also ich war fast gefühlt jeden Tag im Wasser. Und wo das überall bei mir zu Hause war, fand ich es dann nicht mehr so cool. Ich habe jetzt so mehr Respekt vor der Erft, weil wenn man sieht, was die machen kann mit dem Dorf hier, also es beängstigt schon. Natürlich war ich schockiert so. Und ich hatte auch oft Angst, halt, dass mein Zuhause so auch irgendwann weg ist. Und da haben mir auch die Worte so gefehlt, als ich das erstmal gesehen habe. Ne? Also wirklich von meinem Zuhause gar nicht weit weg gibt es eine Kiesgrube. Und das war auch ein großes Problem im Unwetter. Die Erft ist übergetreten und dann ist das ganze Wasser in die Kiesgrube reingeflossen und hat sich da, sag ich jetzt mal so, aufgefüllt wie in einer Badewanne. Und dann sind Häuser eingebrochen und die ganze Erde ist weggeschwommen. Von meiner Mutter ist hier auch eine Bekannte. Von der ist das Haus weg und das kenne ich mir auch, wie der Hund immer mit Emma gespielt hat. Und das hier ist jetzt einfach weg und die Straße ist weg. Und das war mein Schulweg halt, wo ich halt immer zu der Schule halt gefahren bin. Also ist es schon traurig. Also wo ich das jetzt zum ersten Mal so sehe, macht mir das schon Angst. Und ich hatte es ja nur so in den Nachrichten gesehen und wenn man jetzt selbst so davor steht, macht es einem noch viel mehr so Angst. Und dass das so nah an meinem Zuhause ist, ist echt schon
sehr, sehr unglaublich. Ja, also wenn ich Fußball spiele, das ist eigentlich ja mein liebstes Hobby. Und wenn ich Fußball spiele, dann ist mir eigentlich, also dann ist mir eigentlich alles egal und mein Kopf, der ist dann einfach so frei und ich kann mich dann einfach nur auf mein liebstes Hobby konzentrieren und Fußball ist einfach so eine Erlösung von dem Tag. So. Also Fußball ist sehr, sehr cool. Alle Kinder aus Blessen, die sind wegen dem Hochwasser natürlich bei Freunden, Verwandten, Onkel oder Oma, Opa. Und deswegen spiele ich auch oft alleine Fußball. Ja, das macht mich schon traurig. Endlich ist mein bester Freund Diego wieder da. Alter, sieht ja schon krass aus hier, ne? Er hat ja jetzt den ganzen Fliesen und alles rausgemacht, ne? Ja. Hier war ja das Büro von meiner Mutter. Und ja, es stand das Wasser hier im Haus so ungefähr so. Okay, krass. Ja. Da ist ja alles raus jetzt, ne? Ich hab gedacht, das kann nur ein schlechter Traum sein. Ich wollte einfach nur aufwachen. Und dann war es aber noch nicht so. Mein Zimmer ist halt auch betroffen und was auch ziemlich blöd ist, weil man muss ja auch den ganzen Schaden beheben. Boah, was ist denn mit der Decke passiert? Das Dach war halt noch nicht ganz fertig und dann hat es halt so stark geregnet. Hier hat es halt getropft und ich war halt so hier an meinem PC so am Spielen und dann hat es auf einmal getropft. Und das war halt dann für mich schon krass, weil ich halt nicht wusste, was ich machen soll. Und dann sind halt zum Glück Nachbarn gekommen und haben gesagt, Blessen wird evakuiert. Und weil ansonsten hätten wir es halt nicht mehr aus Blessen rausgeschafft, auch mit dem Wohnwagen und den Autos. Dann lass jetzt zur Kirche gehen. Ja. Manche Leute haben ja auch keine Küche mehr und deswegen finde ich es sehr, sehr toll, dass einfach Helfer hier an der Kirche Essen machen für alle. Das gibt es schon seit 2-3 Wochen und ist umsonst für alle Bürger in Blessen. Und das wird von anderen Städten, von Helfern organisiert. Also am ersten Tag von Blessen, wo Leute wieder rein durften, da waren 5000 Helfer in Blessen und ich finde es unglaublich, wie viele Helfer auch noch jetzt in Blessen sind, in so einem kleinen Dorf. Alles, was ich mache mit Diego, macht mir immer extrem Spaß, egal was. Mit Diego kann man gut Fußball spielen und mit ihm kann man auch gut abhängen und er ist einfach einer meiner besten Freunde. Direkt neben unserem Reitstall ist auch eine Burg und da wohnt der Raphael und diese Burg ist direkt neben der Abbruchkante. Alter, schau mal, bis oben das Wasser stand. Bis da. Das ist krass. So groß sind wir noch nicht. Fühl mal, so, wie feucht das noch ist. Ja, ganz krass. Das ist schon krass. Oder hier in die Heizung. Wenn du dir mal vorstellst, schau mal, wie hoch das Wasser da jetzt ist. Und wenn wäre ich jetzt oder so, oder ein Kind jetzt, oder auch ein erwachsener Mensch da drin gewesen. Wir wären abgelaufen. Das ist ja, ja. Das ist ja echt schön. Krass. Und wie viel da hier auch kaputt gegangen ist in dem Haus. Das ist schon krass. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das eine Kamine ist. Ja, das sieht schon krass aus. Oh, krass.
wenn man in dem Haus ist, da kann man durchs Fenster gucken, das ist 50 Meter von der Abbruchkante entfernt. Also man kriegt schon Respekt. Moin. Hallo. Hi, komm rein. Ja, guck mal hier aus dem Fenster, kannst du sehen. Da kannst du direkt in die Gruben gucken. Oh, das ist krass. Ziemlich nah dran. Angst, muss man sagen. Ja, hast du eigentlich keine Angst? Naja, ich übernachte hier ja nicht, ne? Aber ja, ein bisschen komisch ist es schon. Und wenn es regnet, dann bleibe ich auch nicht hier. Ja, kann man verstehen. Raphael, der macht T-Shirts und jetzt haben ich und Diego uns überlegt, dass wir mal ein T-Shirt für Blessen machen. Und da sollte so ungefähr draufstehen, wir für Blessen, sowas in der Art. Und halt so alle für Blessen oder alle für die Einwohner in Blessen oder wir helfen. Dann könnte ich hier drüber schreiben, alle für Blessen mit einem normalen Schritt. Und hier könnte Henry vielleicht schreiben. Also wenn wir vorne wir für Blessem haben und hinten alle für Blessem, ist ja ein bisschen ähnlich. Schon. Also da müssen wir uns überlegen, was ihr lieber haben wollt. Ich will schon was anderes machen. Wir machen diese T-Shirts halt, dass wir Blessem motivieren und dass alles wieder zum Alten kommt und dass halt Blessem wieder auch irgendwann mal normal wird wieder. Ich finde das irgendwie voll schwierig. Das ist geil, aber es sieht übelst neu aus. Wir wollen die T-Shirts an der Kirche machen, weil da ganz viele Leute hinkommen wegen dem Essenstand und das ist halt der Stand für die Helfer. Ich habe hier beim Hochwasser in Blessem gelernt, dass wenn alle zusammenhalten, dass wir das auch alles schaffen. Dafür machen wir die T-Shirts. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Und ja, habt ihr die Idee gehabt? Wie viel Blessem? Das habe ich gemacht. Und das steht ja auch so, dass wir zusammenhalten und dass wir das gut überstehen. Das finde ich eine Wahnsinnsidee. Also ich bin schon froh, dass die Leute gekommen sind. Oh, die T-Shirts finden wir schön, was wir, ich und Diego, gemacht haben und gezeichnet haben. Also da war ich echt stolz, dass so viele Leute die T-Shirts wollten. Ich freue mich schon, wenn ich viele Leute sehe im Blessem, die dann mein T-Shirt tragen. Vor dem Unglück hat mich glücklich gemacht, zum Beispiel, wenn ich shoppen war oder neue Schuhe bekommen habe. Und jetzt bin ich halt glücklich, dass, also nach dem Unwetter, dass halt meine Familie lebt und dass sie halt gesund ist.